In den 90ern und frühen 2000ern gehörte Brandon Fraser zu den gefeiertsten Stars Hollywoods. Mit George, der aus dem Dschungel kam, Die Mumie oder Die Reise zum Mittelpunkt der Erde füllte er die Kinos. Doch dann der tiefe Fall. Lange war Fraser nur noch in vereinzelten kleinen Projekten oder Flops zu sehen. Das hat mehrere tragische Gründe. Zunächst übernahm sich der Star bei seinen Stunts erheblich. Besonders nach seinem dritten Mumie-Film ging es mit seiner Gesundheit bergab. Ich habe eine Wirbelsäulen-OP gebraucht und meine Lendenwirbel haben das nicht gehalten, also musste ich ein Jahr später nochmal operiert werden, so der Schauspieler gegenüber GQ. Es folgten unter anderem ein neues Knie und eine Stimmband-OP. Außerdem musste der Star einige schwere Schicksalsschläge verarbeiten. Die Scheidung von seiner Frau Afton Smith, mit der er drei Kinder hat, warf ihn aus der Bahn. Dann verstarb auch noch seine Mutter. Ein YouTube-Interview des Stars kurz nach ihrem Tod zeigte den gebrochenen Schauspieler und ging viral. GQ erzählte er, ich habe Sachen durchgemacht, die dich auf Arten formen, für die du noch nicht bereit bist, bis du es tatsächlich durchmachen musst. In diesem Interview berichtete er auch von einem schlimmen Vorfall, der 2003 passierte. Damals wurde Fraser von dem damaligen Präsidenten der HFPA sexuell belästigt. Ich habe mich elendig gefühlt. Es war, als wäre ich ein kleines Kind. Es fühlte sich an wie ein Frosch in meinem Hals. Ich habe gedacht, ich müsste weinen. Er habe sich selbst die Schuld an dem Vorfall gegeben und sich nicht getraut, die Belästigung öffentlich zu machen. Daraufhin habe er sich zurückgezogen. Auch heute noch mache ihm der Vorfall schwer zu schaffen. Trotzdem gelang Fraser jetzt sein Comeback. Sein neuer Streifen The Whale wird von den Zuschauern gelobt und von einigen sogar schon als Oscar-Kandidat gehandelt.